Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Super Mario Maker. Das Let's Play kam ja lange nicht mehr. Ich werde heute etwas länger mehr aufnehmen. Nur ein paar Super Mario Maker. Danach Go Vacation mal wieder, ja. Und, ich möchte euch heute meine neuen Level zeigen. Ihr seht, ich habe oben zwei Medaillen. Das, was ich ziemlich cool finde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Das kennt ihr, oder? Doch. Mario und Titan kennt ihr. Die zwei Level, die sind neu. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal The Lost Levels D4. Man hört schon im Titel. Abschlussrate 7,14%. Ich weiß jetzt nicht, wie viele gespielt haben. Es spielen aber wenige meine Level. Weil ich ziemlich scheiße bin. Ja. Gut. Dieser Level sollte ursprünglich. So wie von das Level, nee, nochmal, das Level soll wie Level D4 von Super Mario Bros. The Lost Levels aussehen. Hier habe ich eine versteckte Blume, also es ist, ich habe es versucht, aber ein paar Stellen, beziehungsweise eine Stelle sieht richtig behindert aus, weil, schon verkackt, weil, ich konnte nicht unendlich Blöcke setzen, was ich ziemlich scheiße finde. Und ich habe es immer noch vergessen, die Festplatte zu wechseln, Alter. Nach dem Video ändere ich das auf jeden Fall. Oh Gott. Nee, da komme ich nicht ran, da müssen wir so... Übrigens, nach Go Vacation möchte ich ein neues Let's Play starten. Oder weiß nicht, ob das eine Demo ist oder... Keine Ahnung, du. Alter! Wie stelle ich mich gerade an? Keine Ahnung, wie das heißt. Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers. Möchte ich einfach mal jetzt anzocken und mit euch gamen. Mit euch spielen. Es ist ein Survival-Horror-Game. Es gab ja lange kein Horror-Game mehr auf meinem Kanal. Deswegen dachte ich mir, ich mache mal wieder was Neues. Ich bringe mal wieder ein Horror-Game. Ne, das ist... Alter, wie stelle ich mich denn an? So, so muss es sein. Da kann man nicht rein. Da sind Cheap Cheeps, ja. Da kann man auch nicht rein, da... Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich kann irgendwie gerade nichts. Ach, ich kann auch eigentlich... Nee. Ich habe das so eingestellt. Ach ja, übrigens. Vielleicht... Nee, das habe ich nicht gesehen. Es gibt jetzt ein neues Update, und zwar das Update 1.2. Da gibt's jetzt... Mann! Da gibt's jetzt nämlich... Da gibt's jetzt nämlich den Status. Also, in allen Mario-Spielen war das so. Also, ich glaube, fast in allen. Dass, wenn Mario klein ist, er einen Pilz kriegt, aber dort... Also hier ist jetzt zum Beispiel die Feuerblume. Wenn ich klein wäre, hätte ich jetzt einen Pilz bekommen. So meine ich das. Wenn ich jetzt... Ich bin jetzt Super Mario, also groß. Und ich habe jetzt die Feuerblume bekommen. Das heißt, so wäre es richtig. Also sie haben das gefixt, dass man einfach irgendwelche Items kriegt und dann man richtig OP wird und man das Level eigentlich nicht so machen sollte, wie man das eigentlich machen sollte. Und hier ist eine ganz scheiß behinderte Stelle. Hier sollte das eigentlich draußen sein mit dem Wind. Hier ist ein Checkpoint. Ich bin sehr sozial, ja. Bei einem Lost Levels Level. Hier sind Blooper. Ich lasse mich jetzt nicht treffen. Weil der Sprung ist richtig riskant und das kann man am besten machen, wenn man klein ist. Ich glaube, ich werde vom Checkpoint respawned, oder? Ja, perfekt. Ich bin auch klein, das ist gut. Und... Ja, ihr seht schon, es ist deutlich einfacher, wenn man kleiner Mario ist. Die Level... Ja, guck mal, hier, das wäre der Bonusraum. Ich konnte hier aber nicht unendlich viele Blöcke setzen. Das war nur ein Teil hier. Und hier oben kann man auch nicht lang. Also habe ich auch so extra hingemacht, weil da wäre eigentlich nichts dann. Und ja, da hätte nicht mehr dieses Teil dahin gepasst. Und hier ist Mario... Ja, nicht Mario. Ich bin Mario, Mann. Hier ist Bowser und Hammerbruder. Der Hammerbruder soll eigentlich darstellen, weil Bowser wirft ja... Das ist nicht dein Ernst. Bowser wirft der Hammer. Und das soll eigentlich einen nur zeigen, der Hammerbruder, dass Bowser auch Hammer werfen kann. Kann man da eigentlich in die Röhre rein? Ja, ne? Nee, kann man nicht. Stimmt. Auf YouTube einfach mal gesucht und hab's jetzt einfach mal nachgebaut.
Ihr seht schon, es ist nicht 100%. Man kann es auch nicht 100% machen. Ihr könnt selber probieren. Ich habe es 1:1 gemacht, außer diese eine scheiß Stille. Und hier kriegt... Ja, ich bin schon am Ende. Hier kriegt man einen Stern. Weil der Bosskampf, der ist jetzt ziemlich schwer. Und vor allem, wenn ihr klein seid. Deswegen macht er einfach so. Tot. Und dann ist es alles ziemlich einfacher als mit kleiner Mario. Gut, das war das eine Level. Das andere Level, da habe ich auch ziemlich viel gefällt. Ich muss mal kurz meinen Popschutz. So. Alter, Popschutz, hör auf. Ach, leck mich am Arsch. Da habe ich auch ziemlich viel gefailt. Aber ich gebe trotzdem, ich habe einfach 0 Sterne. 4 Anläufe. 7, nee, 14. Einer hat's geschafft. Und es bin ich. Lol. Ja, das nächste Level ist Mario's Halloween Trip. Ich wollte das eigentlich genau am Halloween rausbringen. Ihr seht schon, da auf dem Banner, seht ihr schon, in der Mitte ist was richtig hässliches. Und zwar eine Riesenlücke. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ich wollte es jetzt einfach mal so machen. Das ist etwas fies. Dort kann man... Übrigens ist hier ein versteckter Pilz. Weil hier kriegt man... eine Feder. Und diese Feder kann man... nur für unten nutzen. Also es wäre gut, wenn ihr die nur für unten nutzt. Wenn ihr dieses... Wenn Mario fliegt, macht er doch irgendwie so ein Flughörnchen-Move. Und da kann man dann so hochfliegen. Aber das kann ich irgendwie nicht. Ich kann das einfach nicht. Entweder ihr geht oben lang oder unten. Ich gehe jetzt unten lang, weil da... Buhu oben ist. Und der Dingen hat Selbstmord begangen. Ihr seht schon, hier braucht man... den Tanuki oder was auch immer das ist. Und ich hab's geschafft. Dann kommt das hier. Hier ist alles dann gleich. Am besten, ihr lasst euch hier treffen, wenn ihr noch das Escape habt. Und dann, jetzt wird's etwas hart. Dort habe ich auch ziemlich rumgefährt, als ich das Level hochladen wollte. Zack. Ja, schon gefailt, obwohl, nee. Doch. Okay, ich zeige euch jetzt den anderen Weg. Ja, genau dort ist auch einer gestorben. Einen Millimeter weiter. Krass. Hier kann man sich auch irgendwie rumhängen. Ich wollte das mal ein bisschen so... Hier, den Dingen nehme ich jetzt hier nicht. Ich gehe jetzt mal oben lang. Oben lang ist etwas behinderter. Hier sind Buhus. Hier muss man einen riskanten Sprung machen. Wenn man einen nicht guten Sprung macht, dann hat man verkackt, ne? Hier geht man so runter. Und wenn ihr gut seid... Also es ist eher so ein Blind Jump, sozusagen. Es ist auch ein Blind Jump. So. Zack. Und dann zack. Das hier finde ich das Schwierigste. Darum habe ich auch ziemlich arg rumgefailt. Oh Gott. Hier kann man auch mit dem Cape rüberfliegen. Also, wer das gut kann, wer das gut beherrscht, kann da rüberfliegen. Hier ist ein Pilz. Hier wollte ich eigentlich... Hier kann man entweder Blind Jump machen oder direkt rüberspringen. Blind Jump. Weil da unten ist ein Block. Oder es auf die sichere Art und Weise machen. Also hier wäre der Block. Hier oben kommt... Von da oben kommt der Ranke runter. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Hier ist ein Trampolin. Ich hasse Trampoline. Egal. Und der Buhu kommt mit. Wie ihr seht. Warum versteckt er sich? Hä? Hä? War da gerade ein Sound? Ich habe gerade nichts gehört. Weil wie lange war da die Death-Anzeige? Ist da Mario runtergekommen? Ich guck's mir gleich im Video an. Okay. Ich nehme jetzt mal das Flugcappy. Geh mal wieder unten lang. Unten lang ist eigentlich das Schwierigste, wie ich finde. Erstmal beide töten. Zack. Tot. Ich warte jetzt, bis diese Knochenscheiß, wegen behinderten Scheiß-Knochen da weg sind. Dann gehen wir hier. Ich kann sowas eigentlich gar nicht. Aber wie ihr sehen könnt, ich bin ein Skiller. Nein, bin ich nicht. Gut. Hier dieser Cooper soll darstellen, dass ihr euch treffen lassen müsst. Wenn ihr schlecht im Loom Cape seid. Wow. Also ich. Wenn ihr das gut beherrscht und Super Mario World öfters als Kind gespielt habt oder keine Ahnung. Oh Mann! Ich rage hier schon wieder rum. Ich habe hier schon geraged, schon mal. Und das war beim Level hochladen. Da musste man das nämlich, da muss man das ja schaffen, ne? Und ich möchte das jetzt, ich möchte jetzt nicht richtig ausrasten. Übrigens, möchte ich mir Slender im E-Shop kaufen. Slender, der Arrival, ist ja jetzt im E-Shop erhältlich. Ich möchte mir das eigentlich gerne holen. Und das Let's Playen. Ich bin eigentlich immer so eine Pussy und spiele solche Spiele nicht. Five Nights at Freddy's.
Aber Five Nights at Freddy's ist eigentlich. Also kommt schon Jumpscare vor, ist aber eine andere Art des Horrors, finde ich. Des Horror-Games. Also jetzt hier sollte man eigentlich draufschlagen. Hier ist ein versteckter Block mit einer Ranke. Und jetzt hoffe ich, schaffe ich es. Der Buhu ist ein bisschen scheiße, aber ich bin doch noch drüber gekommen. Hier oben ist ein versteckter Block mit einem Kamek drin. Das kennt man. Und hier über euch ist genau eine Feuerblume, die man auch so holen kann. Also ist kein Problem. Ich mache jetzt mal so. Und wenn ihr denkt, ich könnte jetzt einfach so... Nee. Ihr fallt da runter, wenn ihr denkt, ich kann da jetzt einfach so mich fallen lassen. Hier, jetzt kommt die Stelle. Die ist etwas behindert. Die habe ich etwas behindert gemacht. Hier wollte ich das hier unten. Ich wollte, dass man hier hochspringt. Ne? Das sollte eigentlich hier in der Luft sein und dann springt man da auf dem Trampolin so hoch und dann muss man hier landen und dann ist man hier. Gut, jetzt wird es hier ein kleiner Mancha-Run, ihr seht schon. Alter, hier ist es zu, das heißt, wir müssen über die Mancha rüber. Das war jetzt ein bisschen dein Ernst. Ich mach jetzt, gib mir den Stern, fuck, ich hab verkackt. Gib mir den Stern! Und wir haben es geschafft. A nice One-Up. So, das ist das Level. Ich find's eigentlich ganz okay. Also nicht schlecht. Meiner Meinung nach. Die Level-IDs seht ihr jetzt. Ich blende sie jetzt mal kurz ein. So. 8070-0000-00E4-77FA. Bei dem The Lost Levels-Dingen. DD06-000. 4 mal die 0. 2 mal die 0, E3, 2E27. Gut. Seit dem Update gibt es jetzt auch Event-Level. Die sind von Partner von Nintendo oder von Nintendo selbst. Yoshi ist großartig. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal alle an. Wir gucken. Ja, wollen wir von. Ja, wir gehen von unten ab. Scheiße, jetzt hat mir jemand auf Steam geschrieben. Toll, mal wieder. New Arena Maker, das. Nee, das nicht. Habe ich alles gespielt. Aber Super Baccarütümland und Shiplove habe ich noch nicht gespielt. Diese Level wurde vom Super Mario Maker Hackathon bei Facebook zum Sieger gekürt. Okay. Ist also von Facebook jemand? Shiplove, okay. Ja, es gab ja so ein Event, dass Facebook-Mitarbeiter Mario Maker Level erstellen konnten. Soll man dem Pfeil wirklich trauen? Ich vertraue ihm jetzt einfach mal. Aber es wird eh ein Troll sein. Ja. Ist ein Troll. Ah, nee, doch nicht. Hä? Seit wann kann man hier die Location ändern? Ging das schon immer? Hä? Lol. Sind wir jetzt hier im Inneren des Schiffs, oder? Wahrscheinlich, ja. Ist jetzt... Ah, ich dachte, das wäre das Ziel. Ich hasse Notenblöcke. Ja. Alter, es haben ziemlich wenige dieses Level gespielt. Tut mir leid, mein Freund. Ich gehe jetzt mal diesen Weg lang. Ja, ich habe nichts gesagt. Das mache ich doch lieber nicht. Ich gehe lieber diesen Weg hier. So. So. Geh mal hier lang. Oh Gott, wie knapp. Habt ihr das gesehen? Ich möchte das jetzt schaffen. Gut. Ups. Jetzt, alter Junge, ich drück doch B. So, jetzt. Was ist hier drin? Eine Feuerblume. Die kann ich mir jetzt einfach schnappen. Kann ich mir mal gönnen. Und wie soll man da rüberkommen, Alter? Und wie kommt man an den Powerblock? Ach so. Und wie kriegt man die... Kann man die töten, die Mancha? Nee, ne? Doch! Seit wann kann man die töten? Lol. Spring hoch. So. Nice. Okay. Runter. Und das jetzt? Achso, man muss hochspringen. Okay. Ja, lol. Muss man das Trampolin mitnehmen? Nee, kann man nicht mitnehmen. Lol. Idiot. Was ist hier drin? Eine Feder. Okay, ich lasse mich jetzt erstmal gleiten. Ich habe nämlich Angst. Ja, da muss man... Wie soll man das denn schaffen, Alter? Ja, okay, man schafft es schon, aber... Man kommt erstmal gar nicht drauf. Das ist eher Blind Jump, Alter. Also, das heißt, man muss da runter. Das ist eigentlich ziemlich unnötig. Warum ist die Röhre da? Warum ist die Röhre da? Aber okay, komm. So.
Mal sehen, ob ich mir auch mal Slender the Arrival kaufe. Ich weiß es nicht ganz. Okay, das war jetzt ziemlich easy. So, nice. Nein! Warte, kriegen wir da was raus? Nein. Alter. Und tschüss, Mancha. Oh, Alter. Warte. Oh, nice. Nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich kann es noch schaffen. Ich kann es noch schaffen. Oh mein Gott. Okay, hab's noch geschafft. Alter. Er schreibt dann wieder nach Skype. Nein, Freeplay, ich kann jetzt nicht. Ich bin gerade am Aufnehmen. Okay, hier rüber. Ja, genau hier. Was jetzt? Was jetzt zur Hölle? Jetzt ist es blind, komplett. Kettenhund! Okay. Alter. Alter, der ist doch krank. Wie auch immer das gemacht hat. Muss man da runter? Ja, glaub schon. Sieht so aus. Ach, kann man sich jetzt treiben lassen. Sehr nett. Nee, nee, das ist mir zu langsam. Und jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind wir wieder hier? Ah, nee. Hä? Wir kommen dann jetzt hoch? Ach so, mit dem Dingen da, ne? Ja. Komm schon. Nice. Okay. Ein Pilz brauche ich nicht. Lass ich mal da. Ja, der bleibt da. Falls ich... Obwohl... Ist da was drin? Kann man... Okay, ist kein Troll, aber was zur Hölle? Yoshi! Yoshi! Oh! Das war jetzt, Alter, Yoshi jetzt, komm. Ach, man muss auf ihn hoch? Das ist ja lol. Nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Komm runter. Nice. Kommt noch was? Nee, anscheinend nicht. Alter, wie knapp war das gerade? Haarscharf. Okay, jetzt müssen wir da durch. Aber wir dürfen nicht alle Blöcke zerstören. Nee, Yoshi. Ach, da komm ich doch im Arsch. Ich brauch den aber. Wir können da durch. Nein, können wir nicht. Wie sollen wir da jetzt durch? Ich gehe da jetzt einfach so durch. So, sorry, Yoshi. Kann man da rein? Ja, man muss da rein. Interessantes Level. Nee, ich warte hier lieber. Obwohl. Ich hab doch, Mann. Was ist das für ein Level? Jetzt bringt's er auch nichts. Ja, komm. Ich glaube, ich muss mir das nicht mal so nicht mal ansehen. Das ist echt hart. Aber man sieht da. Ja, da. Ich wäre eh am Ende gewesen, aber da hinten geht ja voll der Punk ab, ey. Super Bakarytym Blend. Diesen Level hat den Komiker Bakarytym gebaut, der in Japan auch in Werbespots für Super Mario Maker aufgetreten ist. Hier ist ein Kommentar von Bakarytym. Bakarytym. Ja. Hier ist ein Kommentar. Nee, habe ich schon vorgelesen. Ich bin ein großer Fan von Mario und seinen Spielen. Diesen Level habe ich mit allerlei kleinen Gemeinsamkeiten vollgestopft. Dieser Level ist bis 22.02.2016 verfügbar. Was? Wie der guckt, Alter, so richtig so. Da hat Nintendo ja auch noch so ein Meme gemacht, ne? Alter, ich hasse es. Okay. Er ist wahrscheinlich Fan von dem SMB-Grafikstil. Sieht so. Alter. Das war jetzt fies. Okay, machen wir hier mal so eine Brücke. Ist hier was? Ist hier was? Ja, Spamme, nice. Kann ich auf jeden Fall sehr leiden. Und falls ihr meint... Ja, okay, jetzt ist es Gegner gespamme. Ja, guckt euch das an! Boah, ich hasse es. Ich hasse es. Ja, aber... Hä? Was sollte ich denn machen, Alter? So, geh mal weg da. Oh nein, ich bin behindert. Geht's da runter? Alter. Sorry. Ich muss es ein bisschen leiser machen, aber das war gerade richtig krass. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Alter! 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 Was zur Hölle? Oh Gott! Ich wurde nicht getroffen. Ja, was jetzt, hä? Das war wahrscheinlich ein Fehler. Nee.
Nein, nein, Alter. Ich schwimme mit der Herde. Das ist jetzt ziemlich krank hier. Ich muss gucken. Alter. Junge, ein Treffer und ich bin tot. Ein Treffer und ich bin tot. Okay, nice. Aber habt ihr das gesehen? Mit dem Hammerbruder. Alter, als ob ich das im First Try geschafft habe. Nein, schaffe ich nicht. Bin tot. Oh, ist mir egal. Ist mir sowas von egal. Schafft's. Guter Level. Wirklich guter Level. Aber ein bisschen Gegner-Gespamme. Vor allem da bei den Notenblöcke. Blöcken. Hat auf jeden Fall einen Stern verdient. Auf jeden Fall. Im nächsten Part schauen wir uns die nächsten Level an. Ich hoffe, ihr seid mal wieder dann mit dabei. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, Leute. Und ciao.